Hallo und willkommen zurück zu Iron Harvest. So, es wird Zeit für die finale Mission der Polania-Kampagne, die Entscheidungsschlacht. Lauft! Ah ne, das sind die Feinde, lauft nicht! Sollte nicht so langsam ein bisschen Text von denen kommen? Ach, das sind dann meine Einheiten. Ja, ein weißes also Pony. Das ist Zubovs Hauptbasis. Und wir sind hier. Sie haben starke Befestigungen an der Hauptallee. Hier, hier und hier. Wie stark wird die Basis verteidigt? Aktuell können wir denen nichts anhaben. Wir müssen erst unsere Truppen verstärken. Na gut. Außerdem sollten wir diese vier Positionen auskundschaften. Das müssten Vorrats- und Waffendepots sein. Das wird bestimmt nicht einfach. Die Hauptbasis und diese zwei kleineren werden uns schwer zusetzen. Also, in aller Kürze, um Frieden zu bekommen, müssen wir Colonel Zubov fassen. Kämpft, als gäbe es kein Morgen. Wenn wir versagen, gibt's auch keines. Ja, sind bereit für ihre Befehle. Das ist dann schon passend. Ja, ja, kann ich irgendwie... Ja, ich brauche Schützen. Schützentrupp wird aufgehoben. Ja, das finde ich doch gut. Hier rechts haben wir auf jeden Fall schon mal Verwendung für die. Hier ist irgendein Ressourcengedöns. Eine Ölpumpe. Ich hoffe mal, ein Trupp reicht da. Ja, ja, ihr überfallt mal hier die Eisenmine. Viel Glück. Ja, ihr sollt es einnehmen. Schön einnehmen. So, unten werden Einheiten gebaut. Das ist auch zwingend nötig. Und dann wollen wir diesem Zubauf mal richtig in den Arsch treten. Ja, kämpfen wir mal für die Republik. Diese Pumpe gehört jetzt. Aha. Na gut. Was haben wir denn hier? Ich glaube, irgendwo sind die Feindbasen in der Nähe. Da will ich mich nicht zu weit vorwagen, weil sonst wird mein Trupp hier sofort ausgelöscht. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Na gut, ich würde erstmal sagen, neue Strategiebesprechung. Ich bräuchte auch Pioniere. Ah, da habe ich Pioniere. Ja, ihr baut mal was. Erstmal hier. Es ist wunderbar, dass ihr da bereit seid. Nehmt es ein. So, Hauptquartier. Müsste noch andere Sachen geben. Was? Gesellschaft? Ich mag keine Gesellschaft. Komm schon, baut das Ding, bevor ihr drauf geht. Das ist gut, da können wir nämlich die Schützen reinquartieren. Dann haben die ein bisschen bessere Chancen. Ist doch eingenommen, oder? Ja, inzwischen schon, inzwischen schon. Nein! Rückzug, ich brauche euch doch. Könnt ihr nicht in Außenposten rein? Ihr sollt da rein? Angriff! Alles auf Angriff! Ah, ihr vielleicht nicht, ihr braucht. Ich muss doch Zeug bauen. Eine Kaserne kommt sofort. Ja, einfach dahin. Das ist richtig. Die Dinger bauen sich selten von selbst. Genau, macht sie fertig! Schieß ihn in die Fresse! Hallo? Schießt! Schießt! Komm, da stehen noch zwei Feinde, das ist selbst ich. So. Noch ein Feind. Menschogewimmer. Dich schlacht aber definitiv nicht. So, habt ihr gebaut? Habt ihr noch nicht gebaut? Gut, dann baut mal hier weiter. Wir bringen es wieder in Schuss. Das finde ich gut. Das macht ihr auch gut. Einmal Pioniere extra. Sanitäter braucht man nicht. Oh, Schützen wahrscheinlich. Ja, ich arbeite dran. Ihr sollt ihn eigentlich fertigstellen. Ich glaube, ihr wurdet unterbrochen. Das sollte es gewesen sein. Neue Befehle? Gerne. Ja, jetzt. Es gibt keine Aufgabe. Der neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Wunderbar, dann würde ich sagen, verstacheln traten wir das noch. Ah. Gut, dass wir ihn auslegen. So,
Und dann einmal Schützen da rein. Oh, das ist doch sehr schön. Das ist eine gute Arbeitsmoral. So können wir vielleicht doch gewinnen. Na, ein bisschen Faulenzen ist zwischendrin mal wahrscheinlich drin. So, wo sind denn meine anderen Pioniere? Da sind sie. Ich bräuchte hier eine Werkstatt. Dafür brauche ich Eisen. Da warten wir entweder lange oder wir nehmen einfach was ein. Das Einnehmen finde ich persönlich sympathischer. So, die Truppen sollten hier aber reichen. Ah, schickt mal vielleicht die Pferdchen mit. So. Das passt. Ihr kommt mal dahin. Ihr kommt mal dahin. Ihr baut einen Bunker. Keine Ahnung. Kostet gerade nur Ressourcen. Dann, ja. Von wegen keiner Auszeit. Ihr chillt mal hier hinten. Und was haben wir da? Flammenwerfer-Trupps. Her damit. Ja, das finde ich gut. Die machen Spaß. So, die Eisenmine braucht man und neben uns ist ein Öldepot, so wie das aussieht, das aber vom Feind besetzt wird. Dagegen habe ich was. Hey, wo geht mein Bär hin? Ja, das ist wunderbar. Dann kommt mal mit, ich brauche euch Jungs. Vor allem, wenn es um Ölressourcen geht, kann ein bisschen Feuer doch nichts schaden. So, dann weitere Gebäude. Ja, ich brauche eine Werkstatt. Brauche ich aber 500 Eisen für. Dann müsst ihr euch doch noch kurz gedulden. Ich bin braver Bär. Indem ihr das Öldepot einnehmt. Zumindest die Ölpumpe. Infanterie auf offener Fläche. Das ist eine Aufgabe für die Kavallerie. Der Feind hinter uns her! So, so. Das sind ein paar mehr, als ich erwartet habe. Was macht denn mein mein Bärli da? Das ist kein sicherer Ort hier. Boah, das ist, glaub, nicht nur eine Ölpumpe, sondern auch eine kleine Basis von denen. Nein, die beschießen mich. Versuch mal, die mal von hier zu kriegen. Weiß aber gar nicht, wie man da... Ja? Und das ist nicht gut, das sehe ich ein. Das Problem ist, die sind relativ gut gerüstet und aufgestellt hier. Das bin ich nicht. Rückzug, 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 Rückzug. Ganz schöner Rückzug. So, die kommen alle dahin, das ist wunderbar. Ja, ein Bunkerchen hier, aber erstmal eine Werkstatt. Hier. Machen wir uns an die Arbeit. So. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Ja, muss noch viel gemacht werden. Ein Bunker, bitte. Unsere Verteidigung muss stark sein, wie die Söhne Polanias. Ja, so sieht's mal aus. Ah, ich weiß gar nicht, ob der da Sinn macht. Ja, niederreißen. Wie sieht der Plan aus? Ja, ihr baut den Bunker an einer besseren Position, würde ich sagen. Hier zum Beispiel. Man kann nie zu viele Verteidigungsanlagen haben. Ja, aber man kann zu wenig haben. Das hab ich gemerkt. Nicht gefaulenzt. Meldung wie befohlen. Ja. Ich brauche irgendwas gegen Mechs. Am besten brauche ich Mechs. Werkstatt. Bau von Panzereinheiten. Weitere Freiwillige. Wie rüste ich die denn nochmal auf hier? Und nein, Gegner gesichtet. Komm schon, ihr werdet nicht rechtzeitig fertig. Rückzug. Ja. Ja, ja, das hätten wir mal einen Tick früher machen müssen. Jetzt weiß ich's ja. So, bevor die das niederreißen, wollen wir sie niedermähen. Ah toll, die haben auch Flammenwerfer. Attacke. Kavallerie. Ich dachte, ihr reitet jetzt durch die. Wunderbar, weitere Bauoptionen. Macht sie doch fertig, Jungs. Der Feind nimmt unsere Verteidigungsanlagen in Sicht.
Ja, das sehe ich gerade. Und meine Jungs sehen sich das hauptsächlich an. Attacke! Komm schon! Ja, jetzt wird zurückflambiert. So, alles gut? Euch geht's gut? Dann gehen wir mal zurück hier. So, jetzt sollte ich aber was bauen können. Und auch einmal aufrüsten. Ja. Ich brauche 200 Eisen, die haben wir doch bald. Die haben wir doch bald. So, ein automatischer Wachposten. Den müssen wir kaputt knüppeln. Das kriegt man hin. Und hier rechts ist auch nochmal ein Ressourcendepot. Das können wir zumindest jetzt schon mal holen. Ich habe das Gefühl, das können wir zumindest hier holen. So. Neue Befehle? Ja, Außenposten halt. Und diesmal rechtzeitig. Ach so. Kein Außenposten. Wir nehmen die Basis dann einfach so, hops. Wäre die Frage, ob wir hier einen hinmachen. Wir müssen solide bauen. Wir stehen Polania zur Verfügung. So. Ich glaube, da macht er zumindest mehr Sinn. Dann können wir auch gleich von hinten den Wachposten nehmen. Ah, hier lagen Ressourcen rum und gleich so viele. Das hätte man natürlich einsammeln müssen am Anfang. Ist egal. Ja, ihr geht jetzt mal hier hin und sammelt schön was ein. Dass du dich erholst. Gegner gesichtet. MG-Schützen brauche ich gerade nicht. Bräuchte große Mechs. Nein, Gegner. Attacke. Komm, ihr... Das schafft ihr aber, oder? Nein. Von der Granate erwischt. Komm, macht sie fertig. Zwei Mechs rücken an. Das heißt, wir ziehen uns zurück. Rückzug. Ja, das ist nicht gut. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass es uns nicht gut geht, wenn wir unter Beschuss stehen. Überlass die schwere Arbeit uns. So. Ist irgendwas kaputt? Ihr wird nicht gefaulenzt. Irgendwie ist alles kaputt. Wie kann ich helfen? Irgendwie ist alles kaputt. Neue Rekruten. Feindliche Einheit gesichtet. Feindliche Einheit gesichtet. Ja, die feindlichen Einheiten sind da. Sikorsky hält sich bereit. Glaub, Sanitäter wären jetzt auch ganz, ganz gut. Sanitätstrupp wird ausgerüstet. Bereit für den Bau von Panzereinheiten. So. Meldung wie befohlen. Das sieht eigentlich ganz gut aus, bis auf, dass sie unsere Ölpumpe jetzt hops nehmen wollen. Das kann ich nicht zulassen. Obwohl, die kommen eher zu uns. Oh. Sani, wo seid ihr? Da sehe ich Der ist den ganzen Tag warm. Ich sehe mir das mal. Zündet man allerdings ihn selbst an. Komm schon, heilt. Heilt. Vorsicht. Ich hab da drüben einen gesehen. Brauchen Polania hier Hilfe? Ja. Ganz viel Hilfe. Komm von hinten ran. Feuer nach eigener Kavallerie. Komm schon, das schafft ihr. Schießt alles, was ihr habt. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. So. Macht sie fertig. Ja, macht vielleicht Sinn, gleich alles drauf zu schicken. Hab ich weniger Verluste. Komm schon. Oh, ich mach dagegen echt nicht viel Schaden. Ja. Ich hätte hier Verteidigungskanonen aufstellen sollen. Die hat man ja noch gar nicht. Na komm, Festung. Ach, du kannst nicht ohne Einheiten kämpfen. Komm schon, rein hier. Ja, bei dem Feuer braucht man wohl Feuerschutz. Worauf schießt man denn eigentlich? Hallo?
Ui, das war schwieriger, als es hätte sein müssen. Ja, ich wollte aber keinen gepanzerten Transporter. Nehmen wir hier den Mogni, der war doch immerhin gut. Den kenne ich noch. Ja, ich spüre die Hitze so langsam. Heilt euch mal selber. Ne, ihr müsst die Kavallerie heilen. So, dann holen wir jetzt aber die Ressourcen für uns. Ich glaube, meine drei kleinen Mechs wurden schon ausgeschaltet. Das finde ich nicht sehr gut. Ja, die Ressourcen. Ja, aber diesmal gehen wir das ernsthaft an. Ah, das sieht doch aus wie ein Stolz der Republik. So, da machen wir noch ein paar Stück von. Ja, ich hoffe, ihr seid alle einsatzbereit, Jungs. Angreifen am besten. Komm schon. Ah, ich schieße in die Luft, um die wegzumörsern. Feuert. Feuert doch automatisch. Heizt ihn so richtig ein. Sehr gut. So. Ja, ist ja schön, dass ihr bereit seid. So, schön Ressourcen plündern. So, wir können mehr Mechs machen. Mehr Mechs ist besser als weniger Mech. So viele Befehle an euch habe ich gerade nicht. Ihr könnt ja das hier mal bemannen. Nein, Gegner von links. Gegner von links, ich hätte da doch einen Bunker hinstellen sollen. Ich hätte da doch ein... Na, es ist noch nicht zu spät. Komm, plünder doch ein bisschen automatischer hier. Ja, schön für den Helden. Schön für den Helden. Mir machen die Links ein bisschen Sorgen. Ja, ich weiß. Ja, das ist nicht gut, dass hier irgendwer unter Beschuss ist. Komm schon, macht sie platt. Jetzt können sie sich nicht mehr schützen. Geht's euch gut? Gut, ihr baut hier ein Quartier. Das ist richtig. So, ihr bleibt mal da. Ganz entspannt machen wir das. Das ist doch wunderbar, dass er sich einsatzbereit macht. Eine Schaufel, die brauche ich doch gar nicht. Und das sieht gut aus. Ja, ihr nehmt die Waffe. Ach, dann seid ihr wieder so langsam. Na, egal. Gut, habt ihr's? Sehr gut. Dann parke ich die kurz mal hier. Vielleicht die Ingenieure. Die brauchen wir. Haben wir irgendeinen Trupp gerade hier? Hier zum Beispiel so MG-Schützentrupp. Den können wir ja in, oder die können wir in die Außenposten stecken. Ist zwar ziemlich teuer, aber wird sich, glaube ich, lohnen. Sie sagen, was Sie brauchen, und wir bauen es. Ja, das sehen wir uns gleich an, was so gebraucht wird. Das ist gut. Ihr kommt auf jeden Fall mal hier in den Außenposten. Ist irgendwas kaputt? Noch ist alles in Ordnung. So, dann greifen wir mal die erste Lade an Einheiten an. So, Sanitäter können hier zurückbleiben erstmal. Das ist schön, du bleibst auch hier. Und dann würde ich sagen, braucht man hier auf jeden Fall... Ja, das kriegt ihr hin. So. Wir marschieren einmal gemeinsam mit unserer Laterne irgendwie hier hin. So, da. Neuer Sammelpunkt, habe ich so beschlossen. Wird so gemacht. Die Ressourcen, die hier liegen. Na komm schon. Bewegung.
Da hinten ist so ein Mörserding. Komm schon. Die Flammenwerfertrupps werden vernichtet. Rückzug. Rückzug. Boah, machen die mich fertig. Wo sind die anderen? Wo habe ich die anderen hingeschickt? Hier. Komm schon. Überlebt. Ich mag's, dass die Mechs einfach durch die Gebäude marschieren. Das sieht richtig cool aus. Was nicht cool aussieht, ist gerade wie ich mit meinen Einheiten umgehe. Oh, mach das mal gemeinsam fertig. Angriff! Wie geht's weiter? Ihr kommt her und greift die Mechs hier an. Am besten sogar diesen komischen Raketen nicht. Der muss zuerst weg. Der macht so viel Schaden. Komm schon! Der ist fast down! Ja, noch ein bisschen. Wir haben einen Trupp verloren. Nein! Ich kann mir doch nicht leisten, Trupps zu verlieren. Okay. Okay. Die Schwarmrakete oder was das ist, ist draufgegangen. Nein! Held down! Held down! Das ist schön. Das ist doch schön. Ohne die MGs haben meine Männer und ich die Straßen im Griff. Ja. Ich würde nicht sagen, dass wir so viel im Griff haben, aber wir rüsten uns mal ein bisschen. Oh, das ist zu nah. Das ist zu nah. Neue Befehle? Ja, ihr baut einen Bunker, aber ein bisschen weiter weg. Kann ich dich nicht wiederbeleben? Ach, das muss ich von der Ding ausmachen. Ich verstehe. So. Dann wollen wir noch mal sehen, was wir hier machen können. Ja, wir brauchen mal leichte Mechs. Machen wir mal die. Das sieht doch gut aus. Ja, ihr müsst mitkommen. Mist. War doch nicht weit genug weg. Angriff! Angriff! Komm schon! Komm schon, macht sie fertig, bevor sie die Ingenieure ausschalten. Meinetwegen auch Pioniere. Rettet sie. So, wo sind denn meine... Ja, ihr kommt hier rein. Boah, mir geht's echt nicht so gut. Attacke. Ja, ihr Pioniere kommt erstmal in Sicherheit. Das wird euch zugute kommen. Nee, die Sunnies brauche ich doch. Ja, das ist auch dämlich. Sanitäter sollten, glaube ich, nicht an vorderster Front kämpfen. Zumindest nicht, wenn man sie lange behalten will. Ja. Und mein einzelner Bär schaltet den jetzt aus. War der Bär gar nicht notwendig. Gut. Muss was erledigt werden? Ja, ein bisschen was sollte erledigt werden. Bereit für den Bau von Panzereinheiten. Ja, das sieht doch gut aus. Ihr macht nochmal so große Kerle. Und das ist ein, was? Ein Mörsersystem. Ich wette, wer auch immer diesen Sitz entworfen hat, hat nie selbst darin gesessen. Richards Exoskelette machen sich bereit. Das ist doch schön. So, wir werden jetzt nach links gehen. Also erstmal werden wir uns leicht zurückziehen. Beziehungsweise halt hier hin. So. So, da werden wir uns sammeln und dann holen wir mal links die Basis da. Mit allem, was hier ist. Ich würde tatsächlich aber sagen... Oh, das ist nicht gut. Ein Glück sind da MGs drin. Schießt du? Schieß doch automatisch, wenn du da stehst. Angriff.
Wir müssen angreifen. Jungs, ich brauche mehr Jungs. Mehr Freiwillige. Ja, das will ich hoffen, weil die überrennen uns gleich. Ja, ich krieg's mit. Na gut, dann gehen wir eben mit allem, was wir so haben, unten lang. Komm schon, das muss jetzt aber reichen an Truppen hier. Es muss so langsam reichen an Truppen. Komm, da sind schwere Panzergeschütze. Kriegt ihr das hin? Sieht gut aus. Haben die einfach meine MG-Truppe ausgeschalten? Ich glaub's hier nicht. Ich dachte, wir wollen die Stadt hier irgendwie noch retten. Macht doch nicht alles kaputt. Ihr sollt nicht so weit weggehen. Ach, die Einheitenpositionierung ist gerade ein bisschen komisch. Wo sind Pioniere? Ja, theoretisch könnt ihr... Achso, links nehmen wir jetzt eh ein. Was soll's? Mein Glück, dass ich nicht zur Infanterie gegangen bin. Ja, das kannst du laut sagen. Die haben kein schönes Leben. Zumindest bei mir nicht. Na, kommt schon. So viele. Was können wir tun? Geld wird zurückgeholt. Sehr schön. Ich halte viel davon, wenn Helden zurückgeholt werden können. Ja, das ist eine schöne Haltestelle. Komm schon. Sind da überhaupt irgendwelche wertvollen Truppen dabei? Ich sehe nur noch Mechs. Ihr sollt doch nicht voreilen. Ah, ich kann es nicht leiden. Man, habe ich irgendeine Taste, dass die zusammenbleiben? Weil dann, wenn die alleine sterben, bringt mir das nichts. So, Angriff. Irgendwie angreifen. Macht ihr die schon fertig da vorne, oder? Komm schon. Ja. Attacke. Ja, schaltet alles aus, was feindlich ist. Komm schon. Den Klauenwetzer müssen wir ausschalten. Ja. Könnt ihr da nicht drüber schießen? Komm schon. Wie viel halten die Gegner mich da denn aus? Okay. Wenn man direkt so draufballert, nicht so viel. Ja, feuert. Attacke. Sehr gut. Her mit der Ölpumpe. So, ihr zwei seid ganz schön lediert. Weg mit dem Geschütz. Ihr sollt das Geschütz ausschalten. Oh, die Mechs sind zumindest gut. So. Schießt auf das Geschütz. Oh, das macht wieder Spaß, die Mission. Die Kampagnenmission. Sehr schön. Ja, das schafft ihr jetzt hoffentlich. Komm schon. Macht doch mal die Feinde vor euch weg. Ihr habt doch so große Kanonen. Dankeschön. Nein, ich will nicht, dass die Ölpumpe kaputt gemacht wird. Ich will, dass sie eingenommen wird. Die Kaserne muss auf jeden Fall weg. Oh je. Nein, meine Verteidigungsanlagen. Ist erledigt. Motschny macht sich einsatzbereit. Verteidigungsanlage verloren. Haben Sie mich? Wir werden hier beschossen. Und wieso kann ich die Ölpumpe nicht einnehmen? Bereit, Polania zu dienen. Weg damit. Bevor der Feind kriegt, kriegt's niemand. Ressourcenstandorte, aha. Lassen wir der Feind unsere Verteidigungsanlagen ins Visier. Verteidigungsanlagen. Okay. Keine Ahnung. Was ist unser nächstes Ziel? Gewinn. Gewinnen ist das Ziel, so. Ein Held ist einen Rang aufgestiegen. Eine
Oh je. Au, 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 au. Ich weiß nicht, ob ich gerade so schlau hier vorgehe. Wir haben einen Trupp verloren. Nächster Halt, der Sieg. Ja, das ist ein guter Halt. So, jetzt nochmal. Wieso seid ihr so komisch gespaced? Alle mal hierhin zurück. Haben Sie ein Ziel für mich? So. Ich glaube, wir können gleich mittendurch marschieren. Wir sind gut genug. Das ist sehr schön. Ich mag meinen Mech-Zerstörer. Ja, ihr sollt nicht angegriffen werden. Nein! Was machst du denn noch da? Ganz vergessen, dass du da stehst. Ja. Freiwillige hier. So, wir sammeln uns hier und dann... Genau, und dann beginnen wir mit der Jagd. Ja, was denn jetzt? Bist du schwer verwundet oder bist du beschäftigt? Ich brauche mehr gute Einheiten. Sie sagen, was sie brauchen und wir bauen. Was können wir tun? Schützentrupp wird aufgehoben. So. Weitere Freiwillige. Waffen geladen und bereit. Das ist sehr schön. Ich glaube, ich bin so ziemlich am Limit. Habt ihr alles gebaut, was geht? Feindliche Einheit gesichtet. Das sieht nämlich noch nicht so aus. Wie kann ich helfen? Ah, okay. Elite-Panzereinheit bereit. Ja, ihr geht mal hier nach vorne. Und der Rest folgt mir mal. Attacke! So. Ich mag dieses Raketenteil. Ich glaube, wenn wir als Russwirt spielen würden, wird das irre Spaß machen. Ich weiß gar nicht, ob wir da ein Äquivalent haben. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder Feuerpower. Komm schon. Wer will Unterstützung? Niemals. Komm schon. Guck mal, wie viel ihr seid. Habt Probleme mit einem so mich. Attacke. Ja, das große. Immer das große Ziel. Ja, keine Angst, wir schaffen das schon irgendwie. Schön feuern, schön feuern. Super macht ihr das. Ja, ihr kommt da auch mal raus. Ab ins Getümmel. Wieso ist die Infanterie eigentlich ganz vorne? Ich hätte die Mechs nach vorne getan. Ja, das ist nicht sehr gut. Halt mich auf dem Laufenden, wie es mit dem Schaden aussieht. Oh. Das ist schön für die Einheit. Attacke! Nein, das Hauptquartier! Wieso macht ihr sowas? Jetzt habe ich gar keine Truppen mehr hier unten. Was brauchen Sie? Der Stolz der Republik. Die Jagd auf feindliche Panzereinheiten. Ich nehme sie ins Visier. Alle Systeme sehen gut aus. Im Moment. Greif doch an. Die sind so gut wie tot. Ja, das will ich hoffen. Kommt schon. Mein Hauptquartier ist gleich down. Ach, Käse. Ach, Käse. Boah, das sehe ich. Das ist nicht gut. Na, kommt schon. Ich hätte meine Mechs runterschicken sollen. Na, woher kommen die hier überhaupt? Woher kommen die denn? Ah, ich hätte voll auf Angriff gehen sollen. Ich hätte, glaube ich, voll auf Angriff gehen sollen. So, habe ich irgendwo noch Pioniere? Sieht nicht danach aus. Ich kann Pioniere machen. Sieh mal einer an. Neues Hauptquartier für uns. Ich glaube, das wird sich anbieten. Na komm. Ist doch nur noch ein Mech. Haut ihn weg. Ein Hauptquartier. Guck, wie schön das da aussieht.
Echt, ihr steht hier einfach rum, Attacke. Ihr steht einfach rum, der Feind steht 20 Meter vor euch. Sehr schön. Hauptquartier wird gleich wieder errichtet. Oh, so viel tote Helden. Ah, nicht lange, nicht lange. Ein Glück ist dann die Mission nicht vorbei, weil das die Truppensteuerung ist nicht so toll. So. Gleich ist es fertig. So, Helden müssen wir zurückholen. Wenn wir es denn können, ich würde sagen, erstmal auf jeden Fall Anna. Obwohl die Kavallerie wahrscheinlich ein bisschen besser ist als die. Egal, Anna kommt irgendwann später zurück, sobald wir... Ach, was soll's. Anna, komm mit, du bringst mir zwar gerade nichts, aber... Ja, Treffpunkt ist festgelegt. So. Wir gehen jetzt nach vorne. Ja, die Jagd ist tatsächlich eröffnet. Der Plan ist ganz einfach. Wir marschieren jetzt dahin und ballern Zuber auf die Rübe weg. Ich würde sagen, das ist ein super Plan. So. Weiß nicht. Du und dein Bär bringt hier in der Stadt nichts. Auch den Sniper-Schuss habe ich nie so richtig verstanden. Außer beim Hirsch, da war der voll wirkungsvoll. So, sobald die nach vorne gegangen sind. Nein, Feinde von rechts. Das ist jetzt schlicht. Aber wir machen kurzen Prozess mit den Feinden. Ich hätte doch tatsächlich die Kavallerie ganz gerne jetzt. Gut, das ist gut. Treffpunkt hier vorne. So, all in. Das muss jetzt reichen. Das muss jetzt reichen. Vielleicht hätte man nicht mitten durchlaufen sollen. Ist egal. Wir sind so gut gerüstet. Könnt ihr das nicht einfach ausschalten? Doch. Doch, doch, das macht ihr. Ja, Anna. Passt. Wo ist die Kirche? Hab nicht genügend Ressourcen, um eine Kirche zu retten. Aber vielleicht um die Menschen da drin. Komm schon, ihr Mechs. Geht doch hintereinander, wenn es so eng wird. Ja, das ist schön. So, mein Bär ist... an vorderster Front. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ist egal. Und guckt mal, hier kommen diese Kampfpanzer-Exoskelett-Einheiten. So. Ein sekundäres Ziel ist schon mal abgeschlossen. Mal schauen, ob wir das Primärziel noch hinbekommen. Die greifen mich ja schon wieder an. Ist irgendwas kaputt? Was können wir tun? Muss was erledigt werden? Oh, ihr baut noch mal ein Hauptquartier, würde ich sagen. Aber wenn, dann hier vorne. Wir sind begierig auf die Schlacht. Ja. Begierig auf die Schlacht bin ich nicht, aber aufs Vorrücken. Solange wir so gut gerüstet sind. Ja, die Kirche sollte natürlich auch nicht niedergebrannt werden. Mach mal einen kleinen Spaziergang hier im Park. Ja, ich weiß. Attacke! Ja! Wir sind effektiv gegen Bodeneinheiten. Sie haben uns gerettet. Danke. Gern geschehen. Gern geschehen. Wenn ich schon so gut gerüstet bin. So, jetzt aber. Mensch, die Pferde sind aber dämlich. An vorderster Front und kaum Leben. Da habe ich doch lieber die Mess. Oh. Ja, ja, Hauptquartier verlagern wir ihn, wenn es sein muss. Ja, wo sind denn die Gegner, Anna? Wo sind die Gegner? Oh, das ist auch ein Elitevieh gewesen.
Oh, ist hier viel los. Das macht Laune. Das macht doch Laune. Ja, ja. Da haben wir... Wir haben alles, was geht, nach vorne gelegt. Komm schon. Ey, ihr sollt aber nicht schwer verwundet sein. Ihr sollt die Gegner schwer verwunden. Komm schon. Der Dick ist auch weg. Wie nennst du hier Dick? So, Pferde. Ihr macht die Teile fertig. So. Da ist noch eine Kanone. Ran da. Nicht einfach tatenlos rumstehen. Nein. Mein Mech. Ich hab schon ganz schön Verluste hier. Bin kein guter Kriegsherr. Aber das muss ich auch nicht sein. So viel Zerstörung. Ein Glück hab ich so viel Mechs gebaut. Eine verbesserte Werkstatt. Attacke. Ist das Zuboff? Ran da. Oh, sind wir gut vorbereitet hier. Schießt alle. Ja. Ah, wie schön. Das gibt kaum Medaillen. Oder? Oder? Hey! Ja, ja, die optionalen Dinge. Sehr schön. Fortsetzen, ja, ja. Die Endvideosequenz braucht man natürlich. Oh, ich habe einen Porträtrahmen bekommen. Ist ja cool. So, die Videosequenz haben wir uns jetzt redlich verdient. Irgendwie zumindest. Nicht durch schonenden Umgang mit Truppen. Niemand würde euch glauben. Und genau deswegen werden sie öffentlich aussagen. Die töten mich, wenn ich rede. Ich töte sie, wenn nicht. Tja, wenn das natürlich so ist. Ja. Wieso ist er wieder abgehauen? Ich dachte, wir hätten ihn endlich. Es gibt nämlich nicht mehr Missionen. Was ist passiert? Schnell! Hilf mir hoch! Verschaff mir einen Vorsprung und dann verschwinde von hier! Wir beide haben Großes vor! Sind das Fenris? Oh. Der leuchtende Typ ist aber richtig cool. Keine Bewegung! Wer sind Sie? Hallo. Schmetterling. Yannick? Was? War das Yannick? Mein Bruder? Yannick? Ich weiß, es ist schwer zu verstehen. Aber ich muss gehen. Wir dachten, du bist tot. Was ist das? Ich erkläre dir alles später. Jetzt. Das ist doch gerade ein Bösewicht. Mein Bruder ist böse. Wo bist du gewesen? Meine Männer sagen, er ist ein Russwirt-Agent und gehört zu Subov. Ich will aufdecken, für wen er wirklich arbeitet. Du meinst Fenris? Du, was weißt du über Fenris? Nein, 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 du bist dran. Warum arbeitest du für Subov? Was ist das für ein Anzug? Und warum bist du noch am Leben? Das wären auch meine Fragen. Ich warte. So. Es war vor 4 Wochen. Ich war bei den Friedensverhandlungen in St. Petersburg. Ich habe für die Sicherheit unserer Delegation gesorgt und die Verhandlungen zogen sich hin. Verfluchte polnische Bauern! Wir brauchen eure Kartoffeln für Fritz und Helga! Niet,
Wir brauchen die Kartoffeln für Wodka. Mehr Wodka. Sehr stereotypisch. Wenn ihr unsere Kartoffeln anrührt, erwürge ich euch eigenhändig. Na los, Onkel Lech. Hau ihm endlich eine rein. Es steht eine Flasche Schnaps auf dem Spiel. Das sah ja noch ganz gut aus. Nein, nicht peitschen. Nichts über Politik. Lass das Schwert fallen. Sonst lasse ich dich fallen. Schnaps in dieser Stadt ist verboten. Glücksspiel ist es nur, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht. Mein Onkel und euer Mann prügeln sich, bevor das Treffen vorbei ist. Wollen wir wetten? Sie sind Lechkos Neffe. Janek, richtig? Wissen Sie, wer ich bin? Nein. Sie sind mir aufgefallen. Sie sollten sich nicht auf Dächern rumtreiben. Sonst hält man sie noch für einen Scharfschützen. Schwierig ohne Gewehr. Ihre Leute haben uns gezwungen, unsere Waffen abzugeben, oder nicht? Das hier sind friedliche Verhandlungen. Und wir möchten, dass das auch so bleibt. Etliche friedliche Angreifer. Infanterie, einfache Waffen. Aufständische. Aha. Und das war ja das Ende von dieser Kampagne. Ich glaube, die Story wird irgendwie weitererzählt in den anderen zwei Kampagnen. Es muss ja irgendwie weitergehen. Wie sind Sie in die Stadt gekommen? So, das wird aber die nächste Kampagne sein. Dann würde ich mal sagen, wir sind am Ende von dieser Episode angelangt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.